Werden Erinnerungen wach an die letzten Monate von Bernd Kraus. Auch da hat der Präsident sich zu Wort gemeldet. Auch da hat Kraus ab und zu Entscheidungen getroffen, genau wie jetzt Bongartz. Aber der neue Trainer der Gladbacher sieht im Vorfeld des Spiels gegen den 1. FC Köln eher aus wie ein Schuljunge, der in die Ecke gestellt worden ist. Markus Höhner über die Stimmung. Schon keine leichte Situation für Hannes Bongartz. Die Sprüche des Präsidenten zwangen ihn zum Handeln. Das hat er auch getan. Nur was kommt nun dabei raus? Eine Niederlage und der Wirbel hier wird noch größer. Peter Winhoff rutschte für den Ausgemusterten in die Mannschaft. Effenberg selbst übrigens erwartungsgemäß nirgends zu sehen. Gladbach in den hellen Trikots, nennen wir es das Duell der Deppen. Beide haben sich im Pokal bekanntermaßen gründlich blamiert und beide wollen es heute wieder gut machen. Und gleich war Dampf drin im Derby. Karl-Heinz Flipsen auf Martin Schneider. Schneider. Er spielte links in der Viererkette. Erste Chance für Gladbach. Die Borussia in der Anfangsphase überlegen, viel lief über Karl-Heinz Flipsen, der entzog sich sofort der Manndeckung von Carsten Baumann. Da ist er, Karl-Heinz Flipsen, schön auf Pettersson. Da war er Schmidt entwischt, aber dann hatte er zu lang gezögert. Jürgen Pettersson an 4 von bislang 5 Toren der Borussia war er beteiligt. 3 hat er selbst geschossen, den hier hätte er auch machen müssen. Er zögerte zu lange. Das ist Kochadat Azizi, der Iraner, erstmals in der Kölner Anfangsformation als zweite Spitze neben Toni Polster. Dorinel Munteanu, Rösele, Polster im Luftkampf, dann Tretschok und nun Schuster, schau an und Kaps. Azizi kam da zu spät, war aber eh ein Foul. Auch der FC spürbar motiviert, den Fans heute eine etwas andere Leistung zu zeigen als eben zuletzt bei diesem unsäglichen Pokalspiel in Ulm. Diese Szene, erster exemplarischer Beleg für den Kölner Druck. Schuster und dann Uwe Kamps. Kölns Konzept mit starkem Flügelspiel, die Gladbacher Viererkette knacken. Über rechts kam Rösele, über links Tretschok. Köln wurde stärker, Polster schön angetäuscht und dann in die Arme von Uwe Kamps. Da ist er, der torgefährliche Sänger. Der Krach um ihn scheint aber jetzt beigelegt. Freistoß Gladbach. Den wird ausführen Ion Lupescu und Jürgen Pettersson. Da war er wieder, dieses Mal Kopfballsieger gegen Kölns Kapitän Ralf Hauptmann. Der ging mit einer Virusinfektion ins Spiel. Munterer Auftakt, ein unterhaltsames Spiel mit vielen Torszenen, aber halt noch ohne Tor. Gleich noch ein Freistoß, jetzt Marcel Wittecek einmal. Wittecek zweimal, aber da war kein Durchkommen. Und trotzdem, Gladbach war die stärkere Mannschaft, sie griffen energischer an. Schon haben sie das Ding wieder und kommen mit Chiquinho. Lupescu. Winhoff im offensiven Mittelfeld, rochierte viel, da ist er. Legt ab auf Wittecek. Wittecek und drin. 1-0, 25. Minute. Marcel Witteceks erstes Tor für Borussia Mönchengladbach. Andreas Menger, er wusste, den konnte ich halten. Zunächst Winhoff. Schön mit der Hacke vorgelegt auf Marcel Wittecek. Der kann in Ruhe schauen, ausholen und der Ball war nicht abgefälscht. Und Menger hätte ihn haben müssen. Hannes Bongartz war es egal, der Moment der Erleichterung. Und dann raus mit dem Frust der letzten Tage. Und er hatte weiter Grund zur Freude, seine Mannschaft jetzt in allerbester Spiellaune. Marcel Wittecek. Im Laufduell gegen Kostner, ein Schubser, kein Elfer, aber es gab Freistoß. Sah irgendwie aus wie eine Schwalbe, aber Schiedsrichter Krug sah es richtig. Kostner hatte ihn schon gehalten, auch wenn Wittecek dann danach ganz schön nachhalf. Trotzdem korrekte Entscheidung, Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Ausführen wird Patrick Andersson, der Schwede. Andersson.
mit Gewalt und Glück hinein damit. 2-0, 28. Andersson, unhaltbar, denn Kostner hatte abgefälscht. Aber Glück für Gladbach, dass der Treffer überhaupt zählte. Schauen Sie mal, Juskowiak schubste hier Schuster in der Mauer um. Das kann man abpfeifen. Schiri sah es nicht, der Treffer zählte. 2-0. Gladbach jetzt spürbar mit Selbstvertrauen. Pettersson. Schneider und Flipsen. Das Tor war leer. Oh weia. Und der direkte Gegenzug des ersten FC Köln. Munte an. Auf Baumann. Wie erwähnt, er hatte so seine Probleme mit Flipsen. Schön auf Assisi. 1-1 nach Pfostentreffern. 2-0, aber weiterhin nach Toren für die Borussia. Und wenn es so weitergeht, wird für Peter Neururer in Köln langsam auch die Luft ein bisschen dünn. Frage also, kommt Köln nochmal zurück ins Spiel? Sie griffen an. René Tretschok im Strafraum. Und dann direkt der Konter der Borussia mit Karl-Heinz Flipsen. Flipsen perfekt auf Winhoff. Und der tanzt sie alle aus. 3-0, 41. War doch klar, dass der trifft. Er trifft ja immer, wenn es gegen Köln geht. Und Winhoff wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. Genial das Zuspiel von Karl-Heinz Flipsen. Hier. Wunderschön auf Winhoff, genau in den Lauf. Und dann Rösele, Kostner, Schmidt und Menger, begeisterte Zuschauer bei Winhoffs Treffer. 3-0. Peter Neururer, die Einstellung bei seiner Mannschaft stimmte und sie ging doch so langsam richtig unter. 0-3 aus Kölner Sicht zur Halbzeit. Neururer versuchte es mit einem Wechsel. Pablo Thiam kam für Kapitän Ralf Hauptmann ins Spiel. Der zweite Durchgang, altes Bild. Gladbach energischer im Mittelfeld, absolut überzeugend. Komisch, irgendwie fehlte Herr Effenberg rein. Gar nicht. Peter Winhoff. Juskowiak. Er hatte freie Bahn. Aber Köln gab sich wenigstens noch nicht ganz auf. Polster rackerte viel. Auf Pablo Thiam. Thiam. Und immerhin, er holte eine Ecke raus mit diesem Knaller. Die tritt Dorinel Munteanu. Und plötzlich war der Ball drin. 3-1, 55. Das hier ist Bodo Schmidt, aber der hatte mit dem Treffer genauso wenig zu tun wie alle anderen Kölner. Es war ein Eigentor und zwar von Patrick Andersson. Es war sein erstes überhaupt in der Bundesliga und er sorgte dafür, dass Chiquinho da an der Linie, er konnte sich recken und strecken, wie er wollte. Da kam er einfach nicht mehr dran. Köln musste kommen, nun war wieder eine kleine Chance da. Gladbach lauerte weiter auf Konter und wurde herzlich dazu eingeladen. Flipse, er spielte überragend. Der Blick für Juskowiak und was macht er draus? Wie viele Chancen braucht er denn? Andrzej Juskowiak. Und gleich nochmal Gladbach. Natürlich, weil Köln jetzt richtig öffnete, hatten sie viel Raum und den nutzten sie gut. Winhoff. Witticek, da war Menger noch dran, sonst wäre der Ball drin gewesen. Und gleich nochmal die Borussia, Freistoß Gladbach. So traf Andersson eben zum 2-0, aber dieses Mal schießt Flipsen. Auch nicht schlecht, wäre ihm zu gönnen gewesen. Es machte fast den Eindruck, dass ihm das Fehlen von Effenberg zugute kam. Karl-Heinz Flipsen, Pettersson hatte gerade noch den Kopf eingezogen. Bei Köln mittlerweile auch der Kroate Goran Vucevic im Spiel. Da war nicht mehr viel Hoffnung, aber wer weiß, Polster. Kein Problem für Uwe Kamps. Wenigstens versuchten es die Kölner, aber Gladbach hatte das Spiel einfach im Griff. Und nun schauen Sie mal, wie bei denen die Kugel lief. Flipse, Pettersson, Marco Villa für Juskowiak ins Spiel gekommen. Flipsen, wie im Training. Kalle, bist du ein Kerl. Die Krönung einer tollen Leistung. 4-1, 73. Minute. Ein wunderbares Tor von Karl-Heinz Flipsen. Das war der Endstand hier am Bökelberg. Es war der erste Saisonsieg für die Borussia.
und das höchst überzeugend. Also, nach dem Zoff um Stefan Effenberg gab es heute Nachmittag nur strahlende Gladbacher Gesichter. Und wie sah es bei den Kölnern aus? Christopher Lymperopoulos und Thomas Clemens fragten beim FC nach. Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, das ist heute...